Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Mystery Dungeon. Ich bin hier, wie gesagt, nochmal in der Ruine. Ich konnte es einfach nicht lassen. Und ich möchte jetzt mal sehen, was sich hinter diesen Türen hier befindet. Ich habe extra Schlüssel mitgenommen. Und ich bin gespannt. Tatsächlich, noch eine VM. Zertrümmerer. Ha! Wie geil ist das denn? Ich glaube, es gibt hier noch mehr solcher verschlossene Räume, ja? Und ich werde einfach die Ruine zu Ende machen. Vielleicht finde ich ja noch mehr. Und gefühlte 7000 Ebenen später finde ich nochmal so ein Teil. Coole Sache. Ihr seht, ich bin jetzt mittlerweile bei Ebene 70. Und Sneebel und Isso, ja, sie leveln hier ein kleines bisschen. Obwohl das nicht mein Ziel ist. Sondern ich möchte wissen, was hier drin ist. Schlüssel, Einsatz. Noch eine VM. Hä? Blitz! Ha! Cool. Was lasse ich da? Shit. Treppenorb. Einsatz. Ah, Treppe ist da drüben. Super. Okay, ich hab Blitz jetzt. Okay. Gut. Und weiter. Und noch 50 gefühlte weitere Ebenen später finde ich hier nochmal so ein Teil. Langsam gehen mir die Schlüssel aus, glaube ich. Einsatz. Hä? Wie soll ich... Was ist das jetzt für ein Scherz? Moment. Ich habe doch meinen Mobilschall dabei. Ah, haha. Zum Glück habe ich den mitgenommen. Zerschneider. Ha. Moment. Ich hätte auch... Nee, okay. Ich wäre nicht da durchgekommen ohne. Gut, wechseln wir wieder. Wo ist... Da sind meine Röntgenaugen. Geben mir. So, und dann würde ich sagen, machen wir die letzten 20 Ebenen auch noch. So, damit wäre die Ruine geschafft. Da habe ich jetzt Zertrümmerer, Blitz und Zerschneider gefunden. Somit fehlt mir noch VM Fliegen. Wo zur Hölle gibt's denn das? Ich meine, brauche ich, um wieder zur... Shit, was war es denn? Zum Himmelsturm zu gelangen. Da komme ich ohne VM Fliegen gar nicht hin. Das wird mir immer gesagt, wenn ich versuche, da hinzugehen. Ha, okay. Aber gut, wir machen mal hier mit unserer Liste weiter. Wir machen die Nachtlichtruine. Okay, ist auch relativ weit weg. Ich hoffe mal, die Dungeons sind nicht allzu groß. Und so, oh nein, Geister. Oh nein, Geister. Geister sind nicht toll. Die können sich in der Wand verstecken und dann haben wir ein Problem. Gut, dass ich Steine mitgenommen habe. Ich kann sie nur so treffen. In der Wand drin kann ich sie nicht erwischen. Das ist doof. So, aber in einem offenen Raum kann ich sie dann doch besiegen. Okay, Top-Elixier, Stock und Plosivsamen. Oh, mit dem Plosivsamen könnte ich sie eventuell auch treffen in der Wand drin. Komm, Shana. Jetzt. Super. Und dann noch dich hier. Ja, ich habe jetzt absichtlich Nocturne nicht mitgenommen. In der Hoffnung, dass sich hier vielleicht das eine oder andere Pokémon anschließen wird. Aber, naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, okay, die Gegner sind alle da drüben. Ich möchte jetzt nicht irgendwie einem Geist in die Arme laufen, der sich in der Wand drin versteckt. Oh nein. Scheiß Ninja Tom. Was ist das da? Ein Zubiris war das. Ja, wir gehen einfach weiter. Wir gehen einfach weiter. Ich hoffe, hier drin findet man nicht so viele... doch schon Items, aber... ne, ihr wisst schon. Keine Items, für die man irgendwie einen Schlüssel benötigt oder so. Shana, kriegst du das hin? Na also, geht doch. Ich habe nämlich jetzt keinen Schlüssel mitgenommen. Und in der Ruine hat es exakt ausgereicht, ja. Sowas von exakt. Ich habe drei Schlösser gefunden. Und ich hatte auch drei Stück Schlüssel dabei. Hat zum Glück perfekt gepasst. Außer ich habe bestimmt das übersehen, oder? Es muss ja theoretisch noch VM Fliegen geben. Es muss einfach. Vielleicht finde ich die dann sonst noch irgendwo. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Ansonsten werde ich dann mal das liebe Internet danach befragen müssen. Geht auch. Geht auch. Aber erstmal möchte ich das hier machen, was ich noch vorhatte. Na komm schon. Ja, was da wäre, diese Dungeons uns noch ansehen. Hallo? Also, die Dungeons noch betrachten, die wir noch nie besucht haben. Genau, das möchte ich noch machen. Und dann müssen wir auch noch in die... Was, die Westhöhle? Ich habe keine Ahnung. Da, wo dieses Pokémon leben soll, das nur dafür erschaffen wurde, um zu kämpfen. Ihr wisst schon. Welches Pokémon könnte sich da verstecken, beziehungsweise auf uns warten? Ich glaube, die Auswahl ist nicht sonderlich groß. Aber man weiß ja nie, man weiß ja nie. Zobiris, hallo. Ich habe schon keinen Zettel mehr, warum? Okay, Schaden, das war in Ordnung, aber... Im letzten Schlag würde... wo kommst du jetzt her? Im letzten Schlag würde ich dann doch gerne selber landen. Wie gesagt, in der Hoffnung, dass sich jemand anschließen möchte. Na gut, so klappt es schon oder so nicht. Schaufler, interessant. Ja, ich muss hier direkt unmittelbar neben dem Pokémon stehen, das ich rekrutieren möchte. Ungefähr so. Boom. Du auch nicht, okay. Nebulak, du nervst mich. Oh, shit. Moment. Psychokinese. Das kann ich nicht liegen lassen. Das möchte ich sicher mitnehmen, auf jeden Fall. Ha, Psychokinese. Findet man einfach so. Sehr geil. Du gehst weg. Hoffentlich ist das ein kleiner Dungeon. Vielleicht 10 Ebenen oder so. Das wäre schön. Was war das? Stock funktioniert nicht mehr. Bombenfalle. Fantastisch. Wie viel Schaden hat diese Bombe da gerade gemacht? Könnt ihr mal darüber reden? Das war abartig viel. Okay, Shana. Wir haben ein Problem. Moment, ich versuche mal den Plosivsamen, okay? Essen. Das hat nicht geklappt. Ich bin vergiftet. Scheiße. Shana, weißt du was? Du gehst mal weg. Unbedingt gehst du weg. Und ich heile mich mal mit einer Siedelbeere, die ich nicht habe. Fantastisch. Dann eben mit Synthese. Ja, genau, das meine ich. Groll. Ich glaube auch. Lass mich jetzt in Ruhe, du Scheißvieh. Shana, du sollst weggehen, habe ich gesagt. Ja, okay, Shana wurde nicht mehr getroffen. Das war wichtig. Shana! Warum? Kreideschrei auch noch. Nein, ging daneben. Oh, gut. Warte, Shana, ich komme mit. Wir sind ein Team. So. Ja, das ist gegen Gift. Gut, dass ich die dabei habe. Alles klar. Und Synthese. Shana, warte auf mich. Warum? Shana? Ihr sollt wieder gemeinsam unterwegs sein, verdammt. Was wollte ich jetzt noch machen? Genau, ich wieder der Chef. So, wir gehen mal darüber. Und hier warten wir kurz. So, bis Shana wieder ein bisschen KP dazu gewonnen hat. So, oh, nun hauen wir drauf. Fucking Nebulak, scheiße. Ihr seht das Problem mit den Geistern. Was? Habt ihr das gesehen? Ein Nebulak hat mich quasi gewarnhittet. Ja, ist klar. Alles klar. Toll. Okay, hier drin gefällt es mir nicht. Hier drin gefällt es mir jetzt halt definitiv nicht. Ich sollte vielleicht mal mit jemand anderes aufbrechen und nicht immer nur mit Shawnee und Shana. Aber das ist nun mal Team Greenwater. Versteht ihr? Die Gründungsmitglieder. Was ist das da? Schleimkost. Ah, die ist hier braun, verstehe. In anderen Teilen ist die lila. Ah, shit. Ich sollte auch hier nicht durch die Gänge rasen, glaube ich. Sobald ich einen Geist sehen kann, sofort mit Steinen bewerfen. Oder einfach nur flüchten. So zum Beispiel. Du müsstest schon treffen, Shana. Toll, jetzt bin ich wieder bewegungsunfähig. Danke, ich kann mich wieder bewegen. Oh, danke. 19. Das da.
Schlafsamen, okay. Hm, ja, die Viecher können mich bestimmt auch schlafen legen hier. Bin ich auch kein Fan von. Was war das? Hm, fuck. Ja, bleibt, wo ihr seid. Bleibt alle schön, wo ihr seid. Boom. Das sieht schon schick aus hier. Diesen Holzwänden, überall ist alles kaputt und so weiter. Doch, es ist schön gemacht. So, jetzt vorsichtig sein. Da oben kommt was. Da. Ich feuere jetzt schon. Ich feuere jetzt schon. Und nun kann ich es vernichten. Tschüss, Banette. Stille Orb. Nochmal eine Schleimkost. Ja, brauche ich aber nicht. Fuck. Nein, nicht Shana verfluchen. Lass das. Komm, Shana, wir gehen. Jetzt kannst du es besiegen. Fantastisch. Shit, da kommt... Fucking Viecher, da kommt doch schon wieder was. So. Und boom. Nein, 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 nein. Shana ist bereits verflucht, also lass das. Ich habe keine Siedelbeere für dich, Shana. Shit. Okay, wir warten hier. Bis sie wieder ein bisschen zu Kräften kommt. Na, da kommt wieder was. Aber sie hat wieder über 70 KP und das sollte reichen. So, und Bums. Ja, die Geister sind... Doch, sie sind stark. Ich meine, shit. Die haben mich ge-one-hitted. Bums. Das hat doch nicht mal ausgereicht. Okay, Problem. Okay, Problem. Ich denke, ich sollte ja auch keine Pokémon mitnehmen, beziehungsweise rekrutieren. Die werden mir da bestimmt nur im Weg. Und weg. Ebene 10. Ich gehe mal nach links. Da ist nur ein Gegner zu sehen. Irgendwo weit draußen aus... Wo kommst du auf einmal her? Ah, das warst du. Okay. Seht ihr, die Gegner sind schneller da, als dass man denkt. Aber ich habe die Treppe gefunden. Ebene 11. Oh, shit. Fantastisch. Fantastisch. Und das hier. Schiel, schau noch nicht an, okay? Finde ich nicht so cool. Es will sich echt niemand anschließen. Band, einfach nur ein Band. Was zur Hölle ist das? Ein Band, welches keinerlei Wirkung hat, auch wenn es von einem Pokémon getragen wird. Na toll. Damit kann ich ja was anfangen. Das ist ja echt hilfreich. Was war das? Explosivsamen. Quirlicht. Noch eine Schleimkost. Will ich jetzt aber nicht essen. Fuck. So. Ha. Gerade noch geklappt. Gerade noch geklappt. Top-Elixier. Kann ich das sinnvoll mitnehmen? Oder... Ja, komm. Die kaputten Stöcke brauche ich nicht. Weil die Stöcke klebrig wurden, kann ich sie nicht mehr werfen. Ja gut, macht Sinn. Die bleiben dann in der Hand kleben. Oder mit was auch immer Megane den Stock wirft. Ich mach mir kaputt hier. Ha! Okay, ein Zubiris nehme ich mit. Ein Zubiris nehme ich mit. Man weiß nie, ob man das gebrauchen kann. So. Nehmen wir ein Pokémon aus diesem Gebiet. Und U14. Ich wollte schon angreifen. Aber es gehört jetzt zu uns. Warum kriege ich das Vieh nicht klein? So, gut. Da unten kommt wieder was. Habe es aber zum Glück früh genug gesehen. Sehr gut. Das ist der Finnband. Zueignen, nochmal. Ja, ich verstehe das Item noch nicht so richtig, deswegen... Deswegen lasse ich es einfach mal noch, aber ich werde mich vielleicht irgendwann damit beschäftigen mal. Dich sehe ich auch Zwerlicht. Du nicht, mein Freund, du... Shit, da kommt noch was. Dich treffe ich bereits jetzt. Ha! Yeah! Und bumm! Okay, langsam konnte ich mich ein wenig arrangieren mit diesen Geistern hier. Obwohl ich mich immer noch nicht so richtig wohlfühle. Zielbeere, na komm. Wird einfach mal genomst. Ich hätte sie auch zu Bides geben können. Ebene 15. Chaos-Samen, okay. Hm, jetzt wieder vorsichtig sein. Sind von Gegnern beinahe umzingelt. Ein Gengar. Ach du Scheiße.
Hallo Gengar. Kommst du noch einen Schritt näher? Kann ich dich vielleicht sogar mitnehmen? Wobei, ich glaube nicht. Entwickelte Pokémon haben ja meistens nicht so eine große Rekrutierungschance. Glaube ich. Holy shit, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Zubiris, machst du auch was? Kannst du nichts machen, Zubiris, oder willst du nicht? Okay, dich mach ich zuerst platt hier. Und? Shana, 55. Perfekt. Kein Moment zu früh. Okay, Gengar macht zum Glück nichts Böses. Ja, Shana kann ich angreifen. Okay, Shana pennt. Das ist nicht so tragisch. Hauptsache, ich kann. Okay. Zubiris ist verwirrt, macht aber auch nichts. Zubiris, komm. Wir warten kurz. So, nicht mehr. Schnell weg. Menu. Zubiris? Zubiris, lass den Scheiß. Okay, Zubiris hat's geschafft. Irgendwie sind jetzt keine Gegner mehr da. Doch, da kommen sie wieder. Ich fühle mich einfach nicht sicher. Was? Na toll, ich habe keine Steine mehr. Fantastisch. Habe ich echt keine mehr? Nö. Schande. Ist das da noch? Heilsamen. Ist das da noch? Nomsen wir. Shit, wo ist hier die Treppe? Shit, wo bin ich jetzt? Da. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh nein, Shana. Oh, jetzt. Warum sind die zwei nicht mehr zusammen? Ich meine, Zubiris und Shana. Shana, du versuchst nur so anzugreifen. Ja, ansonsten schaffst du es nicht. Ansonsten schaffst du es halt echt nicht. Ich hoffe jetzt einfach, dass Zubiris keine Kacke baut. Das ist meine einzige Sorge im Moment. Da oben kommt Zubiris. Okay, es soll wieder zu Shana gehen. Mein Gott, diese Ebene, ja. Sie dauert jetzt wieder ungefähr so lange wie 5 Ebenen zuvor. Ja, komm schon, du Scheißvieh, ja. Wenn es sich permanent mit Blutsauger heilt, dann kriegt Shana es ja nie klein. Ach, kommt schon. Scheiß Ninja Tom, ja, und Shana kriegt es nicht hin. So, danke. Okay, okay, okay. Was denn jetzt schon wieder? Okay, Shana, jetzt darfst du meinetwegen wieder Attacken einsetzen. Oh. Ja, kommen die anderen beiden auch wenn sie aufgebraucht sind. Wir sind jetzt bereits wieder in der 4. Stunde in diesem Dungeon drin, ungefähr. Wo ist die Scheiß? Oh nein. Wo ist Shana? Wo zur Hölle ist sie? Da oben. Ja, klasse. Toll, bis ich jetzt hier Gengar bin, dauert das eine Weile. Okay, wir haben... Nein, das ist doch noch eine Sackgasse. Shana, komm. Oh, shit, verdammt. Komm schon, Zubiris. Schaffst es. Nein, warum greifst du nicht an? Oh ja, oh, das war fantastisch. Okay, ich muss jetzt nur so schnell wie möglich dahin kommen mit Shana. Ah, da ist der Zubiris. Super. Okay, ging nochmal gut. Ging. Oh, das war's. Oh, cool. Super. Na. Jetzt geht Shana da drin pennen. Verstehe. Cool. Ja gut, dann hätten wir das auch geschafft. Passt ja ungefähr genau in diesen Part rein. Und somit würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!